Blomberg TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blomberg TV. Das sind unsere Themen: Neujahrsempfang von Blomberg Marketing, HSG mit Heimniederlage und Neujahrsschießen der Blomberger Schützen. Über 200 Gäste folgten der Einladung des Marketingvereins in das Burghotel. Hans-Oskar Venent, Vorsitzender von Blomberg Marketing, blickte in seiner Ansprache erwartungsfroh auf das neue Jahr. Bürgermeister Klaus Geise ging unter anderem auf die Flüchtlingssituation ein. Zudem ging der mit 1.000 Euro dotierte Mietzner Förderpreis an die Blomberger Speerwerferin Linda Stahl, deren Eltern die Ehrung entgegennahmen. Die HSG Blomberg-Lippe musste sich Metzingen mit 20-25 geschlagen geben. Der Tabellenfünfte aus Baden-Württemberg übernahm die Kontrolle über das Spielgeschehen ab der 8. Minute und setzte sich in der Folgezeit auf 10-4 und 12-8 zur Pause ab. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es eine Schrecksekunde für die Blomberger Anhänger. Lisa Bormann-Reyes wurde beim Tempogegenstoß von ihrer Gegenspielerin bedrängt, verletzte sich dabei am Sprunggelenk und musste vom Feld getragen werden. In der zweiten Hälfte kamen die Blombergerinnen zwar auf 19-22 in der 53. Spielminute heran, konnten die 20-25 Niederlage aber wegen einer zu hohen Fehlerquote nicht verhindern. Nach dem Schlusspfiff ließ Trainer André Fuhr den Auftritt seiner Mannschaft kritisch Revue passieren. Danke für die Komplimente, Glückwunsch zum verdienten Sieg. Man hat schon gesehen, welche Mannschaft eben über die größte Substanz verfügt und dann am Ende auch verdient gewinnt. Wir sind natürlich zufrieden mit 20 geworfenen Toren. Wir haben vor allen Dingen nach Mitte der ersten Halbzeit nicht gut genug gespielt, haben dann in der zweiten Halbzeit wieder mal etwas besser kombiniert, aber letztlich waren wir im Angriff viel zu ausrechenbar, hatten keinen Druck von der rechten Angriffsseite. Probleme auf der Mittelposition, diese Dinge müssen wir überarbeiten, denn von uns kommen jetzt die schweren Wochen, die wichtigen Wochen, wo wir punkten müssen. Am Ende haben wir auch die Entscheidung einfach nicht auf unserer Seite, das muss man klar sagen. Ärgerlich, aber nicht entscheidend, aber nichtsdestotrotz ärgerlich. Und jetzt müssen wir nach vorne schauen, Berlin, Celle, Bad Wildungen, und da müssen wir punkten und ich verspreche euch, da werden wir mal punkten. Nico Borchelt siegte beim traditionellen Neujahrsschießen. Der Jungschützenkönig setzte sich mit 28 Ringen im Stechen gegen Kurt Firke durch. Die Freude über die errungene Trophäe währte aber nicht lange, da der Pokal im Jubel zu Bruch ging. Den Pokal der Ehrenoffiziere holte sich Axel Kinkeldey.